Am 24. Februar wurde die Ukraine von russischen Truppen überfallen. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Viele von uns sind erschüttert, sind fassungslos und fühlen sich ohnmächtig. Und so geht es mir auch. Ich musste in diesen Tagen an vieles denken. Ich bin vor 3 Wochen aus Kiew nach Deutschland gekommen und wollte planmäßig nächste Woche wieder dahin fliegen. Daraus wird jetzt nichts. Ich muss denken in erster Linie an meine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen in der Ukraine. Wir haben zusammen in den letzten 6 Jahren eine gut funktionierende Filiale der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Ukraine aufgebaut. Wir haben dieses Büro gegen Widerstände behauptet und weiterentwickelt. Ich habe gestern zum letzten Mal mit meinen Kolleginnen gesprochen. Ich muss an unseren zahlreichen Projektpartner aus der Ukraine denken. Ich muss zum Beispiel an die Gewerkschaftsaktivisten denken, mit denen wir gemeinsam in Krivoj Rog Arbeitsrechte verteidigt haben. Ich muss an die linken Feministinnen denken, mit denen wir auch in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich muss an die linken Aktivisten und Aktivistinnen denken, die uns vor einiger Zeit auch gewarnt haben, die versucht haben, auch ihre Deutung des Konflikts um die Ukraine in Deutschland zu präsentieren. Ich weiß im Moment nicht, wie es diesen Leuten geht. Ich stelle mir in diesen Tagen viele Fragen. Ich stelle mir die Frage nach meiner eigenen Verantwortung. Ich frage mich, so wie viele andere, wie konnten wir das alles übersehen? Warum sind wir jetzt so schockiert und fassungslos? Es muss irgendwann irgendwas sehr Falsches gelaufen sein. Irgendwas müssen wir sehr Wichtiges übersehen haben. Vielleicht haben wir einfach auf unsere ukrainischen Freunde nicht gehört. Vielleicht haben wir ihre Stimmen einfach überhört. Sie haben uns davor gewarnt. Sie haben uns in den letzten Wochen und Monaten über ihre Sorgen erzählt. Sie haben linke Vorschläge gemacht für die Lösung des Donbass-Konfliktes. Und jetzt müssen sie um ihr Leben fürchten. Sie wollen weitermachen. Sie wollen, dass das zu Ende geht und dass sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, trotz alledem.